Hallo und willkommen zurück bei Hitman Go. Es nagt an mir und ich habe noch keinen Schimmer, was ich hier am besten mache. Ich versuche jetzt mal sehr analytisch vorzugehen und einfach das auszuschließen, was ich so an Ideen hatte, was dann vielleicht nicht funktioniert. Also nochmal, also fest steht ja, oder nochmal zusammengefasst, es geht jetzt darum, die 27 Spielzüge zu schaffen. So, dafür muss ich natürlich ins Ziel kommen. Um ins Ziel zu kommen, muss ich die rote Tür aufmachen. Um die rote Tür aufzumachen, brauche ich den roten Schlüssel. Um den roten Schlüssel zu kriegen, muss ich blau werden. Ich glaube, bis dahin ist die Logik unangefochten. Ja, weil von der anderen Seite komme ich nicht an den roten Schlüssel ran und an dem blauen Fuzzi komme ich nur vorbei, wenn der mich nicht erkennt. Und ich kann ihn ja nicht mit dem Stein weglocken. So. Denke mal, das müsste jetzt soweit eigentlich logisch sein. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich einen Stein in seine Richtung werfe, aber dann läuft er ja in meine Richtung. Dann müsste er mich auch nach wie vor angucken. Das kann es alles nicht sein. Also ich muss mit Blau da rein. Und was mich auch noch irritiert ist, dass diese blauen Fuzzis irgendwie alle keine Gefahr darstellen, sobald ich blau bin. Ja, also wenn ich gelb bin, kann ich natürlich nicht in die Mitte, aber sobald ich da in der Mitte ankomme, bin ich ja blau. Und wenn ich gelb sein sollte und am Rand langlaufe, kann ich die alle von der Seite kriegen. Also das ist alles ein bisschen komisch. Deshalb habe ich noch über eine Möglichkeit nachgedacht, wie ich den Rand freiräume. Habe ich ja in der letzten Folge auch schon gemacht. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt verfolge ich erstmal nochmal den Gedanken, am Anfang gar nicht gelb zu werden. Das habe ich ja auch ein paar Mal versucht. Aber ich bin der Meinung, da werden es einfach zu viele Züge. Fakt ist nämlich der, wenn wir jetzt die reinen Nettozüge betrachten, dann sind das 19 Stück. Ich habe das mal durchgezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 zum Schlüssel hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 9 zum Ziel. Schafft man natürlich so nicht. Aber wenn man jetzt mal diesen Nettoweg betrachtet, dann hätte man praktisch, wenn man so will, 4 Abzweigungen übrig von 19 bis 27. Also immer 1, 2 zurück sozusagen. Ja. Aber wenn ich jetzt mal versuche, ohne gelb zu werden, überhaupt erstmal zum Schlüssel hinzukommen, dann habe ich, glaube ich, so viele Züge verballert, dass der Rückweg einfach utopisch ist. Deshalb, ich mache jetzt mal den oberen Weg hier lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und jetzt fängt schon das Hin- und Her-Eiere an, was mir nichts bringt. 8. 9, 10, da geht es schon wieder nicht, 11, 12, 13, 14, 15. Naja, 15 allein jetzt schon, also, ja, 15 zu 27 sind noch 12, also um da hochzukommen sind schon 1, 2, 3, 4, 5, dann bin ich bei 20, mit 7 komme ich nicht zurück. Also das kann schon nicht gehen, das ist schon viel zu mühsam hier. So, das gleiche wird sich ergeben, wenn ich unten lang laufe. Es dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Dürfte überhaupt keinen Unterschied machen. 1, 2, 3. Ja, macht den Unterschied, dass ich da erst gar nicht lang komme. Okay, also die Möglichkeit schließe ich jetzt einfach aus. Das heißt, ich muss erstmal gelb werden. So, und jetzt probiere ich, warum auch immer, die Möglichkeit, dass ich mit gelb erstmal außen rumlaufe. Also außen die ganzen blauen wegmache. 1, 2, 3, 4. Was mache ich denn? Ich war gedanklich schon woanders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und jetzt kann ich da schon wieder nicht mehr runter, um blau zu werden. Ja. Das mache ich trotzdem mal. Ist Quatsch, aber ich mach mal den 12. und guck mal, ob ich... Ich krieg die auch nicht alle darüber gelockt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, sieht man. Wobei, ich hatte ja von 9 gesprochen, ne, bis zum Ziel. 1, 2, 3. Geht aber nicht. 4, 5, 6, 7. Ja, also da kommt man überall nicht durch. Also das ist Quatsch. Insofern bleibt mir eigentlich nur noch als Möglichkeit, dass ich diesen verdammten Stein richtig einsetzen muss.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7, mal merken. Wenn ich jetzt den Stein werfen würde, ja, dann bleibt mir eigentlich keine einzige gescheite Möglichkeit. Ich kann ihn nicht nach rechts werfen, da steht der Dicke noch. Ich kann ihn nicht nach oben werfen, dann locke ich den an, warum auch immer, kein anderer hört's. Oder das ist das Ablenkungsmanöver, was ich brauche. Aber eigentlich war ja am vielversprechendsten, wenn die beiden nicht mehr auf der horizontalen Ebene laufen, sondern der eine hoch und runter, auch wenn mir das bisher nichts gebracht hat. Gut, also ich mach's jetzt einmal komplett ohne Auswirkungen. Also es war jetzt der 8. Zug. Ist jetzt egal, dass die da beide hinlaufen. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. Okay, aber ich bin froh, dass das jetzt wenigstens geklappt hat. Gut. Jetzt wird wieder gesungen. Wie schön. Da ist meine Zielperson und ich habe... Ah, ich habe einen Aktenkoffer. Und natürlich den Schlüssel, um da überhaupt erstmal reinzukommen in die ganze Geschichte. Ah, Druckplatten gibt es auch wieder. Ich kann mich tarnen, lass uns das alles so schaffen. 23 Spielzüge kommen noch dazu. Wie gesagt, lassen wir jetzt erstmal außen vor. So, jetzt kann ich nicht hoch, dann meuchelt mich gleich der Gelbe. Also, es gibt ja auch nur die eine Druckplatte, also kann ich nur hier so hin und her wechseln. Ach so, ein Elend. Ich muss ja beide Schlüssel im Endeffekt sammeln. So, jetzt kann ich natürlich nicht zu dem Blauen hin. Wann kann ich überhaupt... Ah, okay, ich kann nur zu dem Blauen, wenn ich getarnt bin. Also das ist völliger Mumpitz hier. Was ich aber machen kann, ist... Kann mich von außen an den ranpirschen. War hier sowas wie töte keine Gegner? Nee. Ne? Also ich meine, ich komme jetzt zum Beispiel schon mal an den ran. Ach Gott, jetzt kommt der andere von da raus. Ist ja auch schlecht. Aber den mit dem Aktenkoffer bekomme ich auf jeden Fall immer nur mit der Tarnung. Könnte ich aber mal bei dem anderen her... Ach so. So ein Quatsch. Über da. Den mache ich trotzdem wieder. Ja, okay, also es geht nicht nur um die Moment. Es geht nicht nur um die Aktentasche, es geht natürlich. Es geht natürlich komplett auch um den Schlüssel. Also es ist aus zwei Gründen. Unvermeidlich, sich hier zu tarnen. So, und die Tarnung. Ist auch wieder blöd, da hochzukommen. Nee, die Tarnung brauche ich eigentlich nicht, um hier reinzukommen. Ja gut, sagen wir mal so. So, ich habe ja noch gar nicht die Aktentasche. Nein? Das ist ja ein toller Fehler. Na toll. Ach Mensch. Aber gut, ins Ziel komme ich wahrscheinlich immer irgendwie. So, laufen wir mal hier oben ein bisschen rum. Schlüssel. So, das könnte jetzt fast gefährlich werden. Aber ich glaube, dem kann ich noch entgehen. So. Jetzt haben wir wenigstens schon mal die Aktentasche. So, wie habe ich das vorher geschafft? Ich habe den rausgelassen. (lacht)
wie das Spiel auch schon so in den Zielmodus schaltet und ich es einfach mal böse verarscht habe, indem ich mich davor in eine Sackgasse manövriert habe. So. Da haben wir schon mal 2 von 3 Sachen. Jetzt können wir uns wieder die 23 Züge angucken. Also, der Aktenkoffer kann uns egal sein, aber den Schlüssel... Ja, Moment, brauchen... Ja, doch, den... Vielleicht brauchen wir auch den Schlüssel nicht, vorausgesetzt, wir können den Orangen da oben abfangen, aber ich glaube eher nicht. Ich probiere es mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nee, mit dem komme ich nicht auf eine Ebene. Ja, also ich denke, der blaue Schlüssel muss es sein. Dann ist die Frage, ob man sich die Tarnung gleich holt. Also ich meine, gleich holen kann ich sie mir nicht. Da ist erstmal einer da. Insofern kann ich auch fast... Ich probiere es mal mit der Platte. Also ein Zug, 2 Züge. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, das ist viel zu viel. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, bitte. Ja, 23, okay. Okay, jetzt machen wir es mal gleich mit Tarnung. 1, 2, 3, was natürlich auch schon mühsam ist. 1, 2, 3, 4, was waren das jetzt schon? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 1, 2, 3. Das müsste es doch gewesen sein. Juhu, die Party ist vorbei. Für mich schon lange. So. Okay. Ab zum Flughafen. Ach, das war's tatsächlich mit dem Set? Okay. Nee, das war das Set. Jetzt sind wir nämlich hier. Das ist die Millionärsvilla oder so. Die Hugh Hefner Bunny Party oder keine Ahnung. Oh, oh, ein Snipergewehr. Das ist doch bestimmt für mich. Ich sehe auch schon das Opfer. Okay. Dann laufe ich mal dem Orangen hier hinterher. 1, 2. Ach, ich zähle schon aus Gewohnheit mit. So, so komme ich an dem vorbei. So, jetzt wird angelegt. Wählen. Das ist eigentlich gar nicht lustig, aber es ist irgendwie so, so putzig, wie das hier dargestellt wird. Gut, ich will noch einen Aktenkoffer. Oh, da hat man aber nicht viel Zeit, hier reinzukommen. Genau, so. Okay. Das war alles machbar, außer dass ich jetzt nochmal auf Züge achte. 22, okay. Gut. Snipern muss ich natürlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das war kein Zug. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2. Alright. Und weiter geht's. Mhm. Da liegt das Snipergewehr da unten. Und wen treffe ich? Da oben. Ach, die bewegen sich natürlich auch immer weg. Muss ich im richtigen Moment zielen. Vielleicht kann ich sogar 2 erledigen. Okay. Wollen wir mal schauen.
Jetzt kann ich da natürlich gerade nicht hin. Dann kann ich denn überhaupt mal dahin? Der läuft hier irgendwie ständig lang. So, wenn ich jetzt dahin gehe, sind da zwei auf dem Punkt. Ah, ich kann auswählen. Ah, ja, da freue ich mich noch, aber das könnte die Sache erschweren. Hm. Ich nehme mal die beiden, dann kann ich gleich mal gucken, ob ich sie beide weghaue. Müsste ja eigentlich so sein. Okay. So, und über die Druckplatte komme ich darüber. Jetzt haben die den exakt gleichen Rhythmus. Das ist ja toll. Aber der verschiebt sich gleich. Noch hilft mir das echt nichts. Den verschieben wir noch einmal. Gott, da läuft man sich ja kaputt hier. Ah, aber den kriege ich ja sogar weg. Aha. Dann können wir natürlich gleich noch die Tasche holen und haben schon mal wieder zwei Sachen erfüllt. Außer diese mega vielen Züge, obwohl 19, ist ja fast wenig. 19 Züge, ich denke mal, ohne Snipern kann es nicht gehen. Da läuft so viel Gesocks rum, da komme ich doch nie vorbei. Also, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und ich kann mir nicht vorstellen, mal die Zahl 8 merken, ich kann mir nicht vorstellen, dass es der, dass der die Lösung ist, der jetzt gerade markiert ist. Es müssen schon die beiden sein. Das macht es einem doch sehr viel einfacher. Ich meine, wenn der da weg ist, dann habe ich auf der Lane keine Probleme, aber erstmal da hinkommen, ne? Dann laufen ja ständig die anderen Eierköpfe da rum. Okay. 8 Züge hatte ich und weg mit euch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doch nicht so einfach. Nee. 16, 17, 18, 19 wäre ja schon der direkte Weg und den kann ich jetzt nicht gehen. Okay. Wie blöd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na gut, dann fällt mir ja jetzt nur noch die Variante ein. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Wie viel waren's? 19? Das ist unmöglich. Das ist auf die Art unmöglich. Okay, also es müssen auf der oberen Ebene weg. Dann tänzel ich jetzt noch einmal mehr mit dem Snipergewehr, aber das verbraucht eine Menge Züge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist doch schon so vielversprechend, wenn da zwei weg sind. Dann muss ich die zwei irgendwie anders erwischen. Andere zwei erwischen. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und dann nur einer. Das ist eine mega schlechte Ausbeute. Also ich meine, 14 bis 19, ne? Schaffe ich ja jetzt eh schon nicht mehr. Wo ist da schon wieder der Denkfehler? Ich habe hier nichts zum Werfen. Zum Ablenken irgendwie. Nö, ich habe nur die Druckplatten und... Ach so, man könnte noch ein bisschen mit denen hin und her swappen. Ob es hilft, weiß man nicht. Aber es ist auch nichts anderes, als wenn ich zwischen Pflanze und Druckplatte hin und her laufe. 1, 2, 3. So, ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt zu der Waffe hingehe, bin ich auch weg. Nur um es mal ausprobiert zu haben, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Waffe ist jetzt auch weg. 9, 10.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wie soll das funktionieren? 17, 18, nein. Es kann doch nicht sein, dass ich in jeder Folge an so einem Punkt ankomme. Im Übrigen, den Punkt von der letzten Folge, den fand ich nicht so offensichtlich. Sagen wir mal so, ich habe mir da schon viel kompliziertere Sachen überlegt. Also ich lasse mir jetzt hier auch nicht einreden, dass ich zu doof bin und Sachen nicht sehe. Es entspricht nur einfach immer nicht meiner Logik. Das ist das große Problem daran. So, die Sonnenschirme spielen ja wohl auch keine Rolle, falls ich jetzt hier irgendwas in der Levelumgebung übersehe. 19, ja, 19. 1, 2, 3. Ich komme doch nicht schneller ran als in 8 Zügen. 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Das kann nicht sein. Das ist der direkte Weg. Das kann einfach nicht sein. Ach so. Ja, sowas habe ich mir schon fast gedacht. Dass man irgendwann mal dem Gegner so gegenübersteht, dass man ihn direkt dann doch angreifen kann, obwohl er einem im Grunde entgegenkommt. Ja, naja, toll. So. Oh. Drei Gelegenheiten zum Schuss. Na dann. Hab grad die andere Druckplatte gesucht, also die untere. Da steht noch einer drauf. Gut. Eins. Zwei. Woran soll der da unten mich eigentlich hindern? Also ich mach den jetzt erstmal weg, falls er nochmal stört, aber eigentlich hat er mich nicht gestört. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel? Der ist jetzt, der hat gar keine Farbe. Brauche ich den? Für irgendwas? Oder kann ich damit das Türchen abschließen? Aber ich will da eigentlich ja rein, ne? Ach nee, ich schließe das andere auf. Ja, alles klar. Damit ich die blauen kriege. Ich wollte eigentlich nach oben gehen. Ist jetzt keine Ausrede. Ich habe auch meiner Meinung nach oben gedrückt. Das war ein bisschen perspektivisch nicht ganz leicht. Also nochmal. Warum? Ach so. Ich mache nur auf, damit der einen längeren Weg läuft. Ja, schon klar. Ich werde also die blauen nicht eliminieren oder sowas. So, dann gehen wir jetzt mal hoch. Ich habe. Zwei kann ich ja gleich machen. Also, ist eigentlich egal welchen. Die bleiben ja beide stehen. Ich mache erstmal den am Ziel. So. Ich hoffe, ich kann auch von allen Positionen alle Positionen erreichen, sozusagen. Jetzt mache ich natürlich den, der gerade markiert ist. Der ist ja sonst wieder weg. Jetzt mache ich noch... Oh! Kann ich sogar zwei erwischen. Also, wird ja ein Klacks, da wieder runterzukommen. Und zum Ziel. Lalalala. So. Ach so, töte... Ach, na, das hätte ich ja nur direkt machen können. Verdammt! Deswegen auch der hier unten, dass man den auch... killt. Okay, ich hätte natürlich nochmal runtergemusst und den anderen blauen da killen. Das machen wir jetzt und danach konzentrieren wir uns auf die Spielzüge. So. Ist auch gut, dass ich nicht mit dem hier angefangen habe, mit dem blauen, ne? Also das war das Gute daran. Das Schlechte daran war, dass ich meine Objektive nicht kannte. Und deswegen, ja, die Sache nicht zu Ende ausgeführt habe. Schade auch.
Aber da haben wir ja praktisch schon die Lösung, wie wir alle töten können. Aber ich denke mal, da sind wir hoffnungslos über die Spielzüge hinausgeschossen. Und das kann ich mir jetzt nochmal überlegen. Das schaffe ich doch in 5 Minuten. Haha, ist ja normalerweise ein Klacks. 24. Okay. Ich muss auf jeden Fall hoch, um den blauen vorm Ziel zu eliminieren. Ich versuche das mal so schnell wie möglich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, jetzt ist es eigentlich schon gefährlich, runter zu gehen. Also ich muss noch hier oben bleiben. Und dann, denke ich mal, stört mich nur der, der auf der unteren Linie läuft, weil der andere Gelbe ist dann wieder weg. Also ich müsste jetzt bei 20 sein. Ich hau jetzt den weg. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nein, habe ich nicht verzählt. Ups, bin ja schon längst drüber. Da kann ich mich nicht mehr verzählt haben. Ach du Schreck. Das war ja ganz falsch. Wie kann es denn noch schneller gehen? Hä? Hilfe! Hilfe! Okay. 1. Da vorne kann ich nicht lang bei den Dicken. 2. 3. 4. Jetzt kann ich da nicht runter. 5. 6. Jetzt kann ich da wieder nicht runter. 7. 8. Jetzt kann ich runter. 9. 10. 11. 12. Kann ich wieder nicht runter. 13. 14. Jetzt kann ich runter. 15. 16, 17. Kann ich nicht zurück, also muss ich hoch. 18. Hm. 19. Selbst, wie komme ich denn jetzt auf die 24? Das ist ja auch schon nicht mehr der direkte Weg. 20, 1, 2, 3, 4. Also habe ich jetzt schon Züge verschwendet. Okay, also ich muss es irgendwie schaffen, schneller zu denen da runter zu kommen. Wie? 1, 2, 3, 4. Ne? Quark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genauso Quark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, Hälfte habe ich, 13, 8, Moment mal, 13. Das ist kein Zug. 14. Naja, wenn ich jetzt da rauskomme, bin ich doch hin. Gibt es noch eine andere Platte? Nein. Kuckuck. Schön. Hm. Okay, es gibt auch nicht die Möglichkeit, das Tor nicht aufzumachen. Würde zwar auch nichts helfen, aber ja, nur um es mal durchdacht zu haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt irgendwie zurückzulaufen bringt doch auch nichts. Ich muss doch da hoch. 10, 11, 12. Jetzt kann ich auch schon nicht mehr zurück. 13. Und schon wieder zu viele Züge. Also ich muss schneller da runterkommen. Beziehungsweise hochkommen zu den Sniper-Gelegenheiten. Wie soll das gehen? Ich kann an die Blauen nicht ran. Wozu ist der Weg hier unten? Der bringt doch auch nichts.
Ja, als wenn man hier noch irgendwie... Ich meine, ob ich nur hier rumtänzel oder da unten, wo ich nicht reinkomme. Der blockiert den ja wohl auch nicht irgendwie, den blauen. Nee, wenn der da rumläuft. Also ich weiß nur eins, wir haben die Folgenlänge erreicht und bevor ich jetzt hier schon wieder ewig grüble, vielleicht habe ich eine Eingebung in der nächsten Folge. Immerhin hat ja ein bisschen was funktioniert diesmal. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.